Küste. Die Überlebenden werden in ein Krankenhaus im nahegelegenen Fujioka gebracht. Sie saßen im hinteren Teil der 747. Dort war der Aufprall wesentlich schwächer. Pures Glück schützte sie vor herumfliegenden Trümmerteilen. So überlebten sie die Katastrophe. Yumi Ochai erlitt einen Beckenbruch und brach sich einen Arm. Ihre Geschichte der Nacht, als sie auf Rettung wartete, ist eine wahre Horrorstory. Denn in dieser Nacht waren noch viel mehr Menschen am Leben. Nach dem Absturz hörte ich viele Menschen keuchen. Überall um mich herum. Ein Junge rief Mutter. Ich hörte deutlich, wie eine junge Frau sagte, komm schnell. Plötzlich hörte ich die Stimme eines anderen Jungen. In Ordnung, ich halte durch. Der Stimme nach war er im Schulalter. In der Dunkelheit hörte ich einen Hubschrauber. Ich konnte kein Licht sehen, aber ich konnte das Geräusch hören. Es war ziemlich nah. Wir werden gerettet, dachte ich, und habe wie wild gewunken. Aber der Hubschrauber flog einfach davon. Nicht wegfliegen, rief ich verzweifelt. Hilfe! Aber der Hubschrauber entfernte sich. Irgendwann konnte ich die Stimmen des Jungen und der Frau nicht mehr hören. In jener kalten Nacht starben viele Menschen, während sie auf Rettung warteten. Normalerweise wäre der Absturz dieser 747 eine rein japanische Angelegenheit. Aber er alarmierte die gesamte Luftfahrt. Denn nur einige Wochen zuvor war ein Air India Jumbo über dem Atlantik abgestürzt. 329 Menschen starben. Gab es etwa ein Problem mit der 747, dem größten Passagierflugzeug der Welt? Gab es einen unbekannten Konstruktionsfehler? Zu diesem Zeitpunkt flogen weltweit beinahe 600 dieser Jets. Der Fall wird Ron Schlied zugeteilt, einem Top-Ermittler der amerikanischen Luftfahrtsicherheitsbehörde NTSB. Wir waren sehr in Sorge, dass es da ein Problem mit der 747 geben könnte. Wir wollten uns also sehr schnell an die Arbeit machen und herausfinden, was passiert war. Der Chef der Behörde befürchtet Konsequenzen für die gesamte Weltluftfahrt. Er schreibt eine persönliche Nachricht an seinen Kollegen in Japan und bittet ihn, amerikanische Ermittler als Gäste bei der japanischen Untersuchung teilnehmen zu lassen. Als ich in Tokio eintraf, war die Atmosphäre in Japan extrem angespannt. Die Presse war überall. Es gab eine ungeheure Wut. Die japanische Polizei hat die Untersuchung übernommen. Der Ort des Absturzes wird wie der Tatort eines Verbrechens behandelt. Und jeder Schritt von Schlieds Team wird unablässig beobachtet. Jeder stand unter Verdacht. Das Personal der japanischen Fluggesellschaft, das Personal von Boeing, allen wurde misstraut. Sie durften nicht einmal zur Absturzstelle. Erst nach 2 Tagen durfte Schlied an den Ort des Geschehens. Ich überzeugte die Japaner davon, Boeing-Leute zur Absturzstelle mitzunehmen. Aber sie mussten eng bei uns bleiben und wir sollten sie überwachen. Sie durften nicht allein arbeiten. Die Japaner hatten schnell Hubschrauberlandeplätze gebaut, um sich Zugang zur Absturzstelle zu verschaffen. Es war ein unglaublicher Anblick. Aus der Entfernung sah man die Absturzstelle des Flugzeugs. Tatsächlich war die Maschine so zerstört, dass man kaum noch Flugzeugteile ausmachen konnte. Hubschrauber landeten und starteten alle paar Minuten. Inmitten der Wrackteile von Japan Airlines 123 laufen Angehörige der Opfer herum. Sie errichten Schreine für ihre Lieben. Von oben regnet es Blumen auf die Ermittler.
Ich erinnere mich an diese großen weißen Hubschrauber. Es waren Familien an Bord, die auf die Absturzstelle sahen. Aus großer Höhe warfen sie Blumen und Blütenblätter hinunter auf die Absturzstelle. An der Unfallstelle fanden wir heraus, dass die Passagiere viel Zeit hatten, über ihr Lebensende nachzudenken. Wir fanden viele Nachrichten auf Papierschnipseln oder was immer sie finden konnten. Meine geliebte Frau, das Leben mit dir war wundervoll. Unsere Kinder sind zu guten Menschen herangewachsen, auf die ich stolz bin. Ich hätte nie gedacht, dass das Abendessen gestern unser letztes gemeinsames sein würde. Die Passagiere wussten, dass das Flugzeug außer Kontrolle war und vielleicht abstürzen würde. Daher schrieben sie Nachrichten an ihre Angehörigen. Aber was hatte diese Katastrophe ausgelöst? Weder die herzzerreißenden Briefe noch das zerschredderte Wrack gaben bisher die Antworten auf die Frage, was mit Flug 123 geschehen war. Zunächst werten die Ermittler den Cockpit-Stimmenrekorder aus. Sie hören den Flugingenieur, der sagte, dass die R5-Tür kaputt sei. Eine erste Vermutung. Die Tür hatte sich während des Fluges irgendwie gelöst, war dann in das Heck gekracht und hatte so Höhen- und Seitenruder beschädigt. Doch ein neues Beweisstück zerschlägt diese Theorie. Die Tür war nicht abgefallen. Sie wird von den Ermittlern inmitten des Wracks gefunden. Der Flugingenieur hatte sich geirrt. Die R5-Tür ist kaputt! Der Alarm könnte auch eine andere Ursache haben. Ein Kurzschluss im elektrischen System beispielsweise durch die Explosion. Die Tür jedenfalls ist nicht verantwortlich für den Absturz von Flug 123. Die Ermittler müssen nach einer anderen Ursache suchen. Sie befürchten, dass es sich um einen bisher unbekannten Konstruktionsfehler der Boeing 747 handeln könnte. Ein Amateurfoto gibt den ersten Hinweis, warum das Flugzeug außer Kontrolle geriet. Etwas ist seltsam an dem Bild. Fotospezialisten arbeiten unermüdlich daran. Sie vergrößern es und machen die verschwommenen Abschnitte scharf. Schließlich bekommen sie ein klares Bild. Das gesamte, riesige Seitenleitwerk des Flugzeugs ist einfach weg. Dieses Leitwerk hält das Flugzeug stabil. Außerdem waren dadurch viele Leitungen mit Hydraulikflüssigkeit zerstört. Ohne Hydraulikdruck kann die Crew das Flugzeug nicht fliegen. Dann findet ein Schiff der japanischen Marine das abgerissene Seitenleitwerk. Es treibt auf dem Meer in einer Bucht südlich von Tokio. Es ist genau die Stelle, an der das Flugzeug den ersten Notruf sendete. Die Ermittler sind sicher, dass das Unglück seinen Anfang im Heck des Flugzeugs nahm. Sie gehen erneut die Fakten durch. Die Decke im Heck des Flugzeugs brach auseinander. Die Luft entwich explosionsartig.